make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt. Und heute dreht sich alles ums frohe neue Jahr bei unserem kleinen Video-Hop. Und ich habe diese Box ohne Kleben gemacht und habe hier unseren zauberhaften Waldspaziergang endlich mal benutzt. Der wollte schon ganz lange benutzt werden. Und außerdem das Jahr voller Grüße. Ein super vielseitiges Stempelset zusammen mit den Standsform Wunschworten. Wunschworte, die ich auch endlich mal benutzt habe. Ja, alles muss mal aus dem Schrank. Wie immer. Kannst du jetzt auf Pause machen und dir alles zuschneiden, damit du gleich mit mir zusammen basteln kannst. Und ich zeige dir noch einmal, wie diese ganze Box funktioniert. Ich habe mit ähnlichen Maßen auch schon mal ähnliche Boxen gemacht, aber ich finde es immer schön, wenn man die auch ganz flach hinlegen kann, um sie aufzubewahren. Das heißt, man kann sie auch wirklich auf Vorrat produzieren und natürlich auch für jeden Anlass. Genau, und die Glückspilze habe ich hier auch schon lange verwenden wollen. Und jetzt zeige ich dir, wie die aufgeht. Die wird halt hier aufgemacht und dann klappst du die Box auf und dann kannst du schon sehen, wie dieser Verschlussmechanismus funktioniert. Und ich habe hier ein paar Happy New Year und Naschis und ein paar Glücksgläser verpackt. Das geht ja auch immer. Da ist noch total viel Platz, noch, um noch weitere Dinge da reinzumachen. Also da kann man auch noch ein bisschen mehr Naschi reinmachen. Genau, und dann wird die wieder so verschlossen. Und das ist wirklich eine schöne, stabile Box, die auch eine gute Größe hat. Grundmaß sind nachher 4 mal 8 mal 12 cm. Also da passt ordentlich was rein. Genau, dann wollen wir auch schon anfangen. Und zwar fangen wir diesmal tatsächlich mit dem Aufleger, mit dem Aquarellpapier an, damit das noch ein bisschen trocknen kann. So. Und zwar hat der Aufleger, das Aquarellpapier hat die Maße 6,5 x 10,5 und wir fangen jetzt einmal an, indem wir uns die Stempel mit einer wasserfesten Farbe, ich habe hier Staton verwendet, einmal auf das Aquarellpapier stempeln. So. Ich finde, das riecht immer so ein bisschen nach Marzipan und das passt ja nur gerade auch zu Weihnachten. Und dann habe ich angefangen mit Savanne. Und zwar habe ich mir jeweils den Nachfüller genommen und ich habe dann mit unseren Wassertankpinseln gearbeitet. Was sind sie denn? Habe ich mir hier schon wieder in meinen Caddy gepackt. Und zwar haben wir da ja drei verschiedene Größen. Und ich fange jetzt mal einmal mit dem mittleren an. Hier die Stängel der Pilze anzumalen. Da kommt jetzt aber noch viel Grün raus. Habe ich nicht ordentlich sauber gemacht. So, dann nehmen wir uns einmal. Jetzt mache ich erstmal mein Pinsel sauber. Entschuldigung, ich habe den ausgewaschen, aber nicht darauf geachtet, dass sich da noch was reingezogen hat. Also mache ich den erstmal sauber. Jetzt kommt sauberes Wasser. So, also nochmal von vorne. Farbe, 1-2 Tropfen, mehr brauchst du gar nicht. Und dann mache ich da einfach ein bisschen Wasser rein, klares Wasser, so wie jetzt. Und dann vermische ich das Ganze ein bisschen. Und dann fange ich an, mir hier die Stängel der Pilze anzumalen. Die Schattierungen dürfen ja immer gerne ein bisschen dunkler sein. Und ich finde, das muss gar nicht so ganz genau sein. Bei dem Aquarell darf das ja gerne auch so ein bisschen über die Linien weg sein, hier noch mal ein bisschen dunkler werden. So.
Jetzt habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Wasser nachgelegt. Mehr Wasser, also kein Meerwasser, sondern mehr Wasser. Und habe hier oben das auch in Savanne, aber ein bisschen heller gemalt. Dann die Pilzunterseiten. Diese Lamellen sind das ja. Die sind ja immer ein bisschen heller. Und jetzt bin ich hergegangen und habe mir den breiten Pinsel genommen und nochmal wieder ein bisschen mehr Wasser dazu gemacht. Und habe hier die Außenkanten des Papiers einfach so nochmal so ein bisschen angemalt, damit das nicht so hart weiß ist. Einfach nur so ein bisschen schattiert. Genau, und dann sind wir mit Savanne auch schon so weit durch. Und dann habe ich als nächstes Grün genommen, also hier Gartengrün in dem Fall. Und wieder ein bisschen verdünnt. Und habe mir hier das Gras ein bisschen angemalt. Du kannst das Ganze natürlich auch mit Aquarellstiften und Wasser malen, aber ich fand, in dem Fall darf das ruhig ein bisschen kräftiger von der Farbe sein. Oh, da habe ich wohl eine E-Mail bekommen. So. Das Gras fertig. Und zum Schluss habe ich unseren ganz feinen Pinsel genommen und habe hier die Köpfe der Pilze in Blutorange angemalt. Da habe ich auch gar nicht doll mit Wasser verdünnt, weil ich wollte, dass die ein schön leuchtendes Rot bekommen. Der kann noch ein bisschen dunkler werden. Das Ganze lassen wir jetzt trocknen und dann kommen da nachher auf jeden Fall noch ein paar Sprenkel drüber, damit das auch richtig schöne Fliegenpilze sind. Dann nehmen wir den Kreidemarker für. Genau, das lege ich jetzt aber einen Moment zur Seite und dann machen wir einmal mit dem Rest weiter. Und zwar, das ist trocken, ja, brauchen wir für die Box ein Stück Papier 20 x 28 cm. Lass mal ein bisschen Platz machen. So, also in der Breite auf 20 kürzen. Und in der Länge auf 28.
Und dann lassen wir die lange Seite oben liegen und falzen bei 4. Bei 8. Bei 16. Und bei 20 cm. Und die kurze Seite bei 4 und bei 16 cm. Oder auf beiden Seiten bei 4 kannst du auch machen. Aber bei unserem neuen Brett kann man ja ganz gut die 16 ablesen. So, den Papierschneider brauchen wir jetzt soweit nicht mehr. Wir müssen jetzt noch 4 zusätzliche Falzlinien machen. Und zwar das mittlere Rechteck, was wir hier haben, wird die Unterseite der Verpackung. Und hier haben wir außenrum 4 Quadrate. Und da falzen wir immer von der Innenseite zur Außenecke eine Falzlinie. Ja, das war nicht so präzise, so. Dann nimmst du dir dein Falzbein zur Hand und falzt einmal alle vertikalen und horizontalen Linien nach. Dann nimmst du dir eine Schere zur Hand und schneidest auf der Seite, wo die schmalen Streifen sind, die äußeren Quadrate einmal weg. Da möglichst nah an der Falzlinie von der Innenseite gerechnet. Das wird unser Verschluss. Und wenn du da zu viel stehen lässt, dann kann es sein, dass die Packung unterhakt. Aber da kann man auch nochmal nacharbeiten. Also möglichst an der Innenseite der Falzlinie schneiden. Und dann haben wir hier unsere Trio-Stanze und damit runden wir einmal die Ecken von dem Verschluss ab. Und nun müssen wir noch einmal die diagonalen Linien nachfalzen und das wird einfach hier einfach. Ne? Das ist tatsächlich ein bisschen fummelig, aber du kriegst das hin. So ist es am einfachsten, wenn man sich die Packung so ein bisschen hochkant hinstellt, das mit den Händen ein bisschen vorfalzt und dann das einmal so einstülpen. So. Ich hoffe, du kannst es so erkennen. Und dann kannst du auch schon erkennen, wie nachher die Verpackung sitzt. Dann wird das hier nämlich zusammengeklappt und diese Lasche wird hier einmal eingesteckt. Das ist ziemlich auf Maß gearbeitet, sodass das nachher auch nicht hin und her rutscht. Also wenn es sich am Anfang ziert, ist es gut, weil dann sitzt sie gut und ist auch wirklich fest verschlossen. So, dann können wir inzwischen mit unserem Aufleger weitermachen. Der ist so gut wie getrocknet. Da kommen jetzt einfach ein bisschen willkürlich kleine Punkte drauf. Der Kreidemarker ist übrigens super, auch wenn du jetzt so zu Weihnachten Fensterbilder machen willst. Funktioniert super gut und lässt sich gut wieder abwaschen. Kleiner Tipp am Rande. Dann habe ich das Frohes aus den Sprüchen einmal ausgestanzt und da kommen einfach so ein paar Kleckse Tombo hinter. Alternativ kannst du natürlich auch unsere Klebefolie benutzen, aber da habe ich jetzt heute Morgen wieder mal nicht dran gedacht, wie das dann so ist. So. Da
Das klebe ich da einmal drauf und halte kurz mit den Händen drauf, bis der Tombow angezogen ist. Und das neue Jahr habe ich einmal in Weiß auf Blutorange embossed, weil ich hier auch Blutorange verwendet habe und in dem Designerpapier auch Blutorange ist. So, das kommt einmal hier drauf. Und dann habe ich noch zwei Aufleger gemacht. Das Designerpapier hat die Maße 7,5 x 11,5. Dann habe ich noch Savanne in 7 x 11, also einfach nur einen halben Zentimeter weniger. Das klebe ich hier so ein ganz bisschen schräg drauf. So, dass es aber nicht oben und unten drüber guckt. Und darauf kommt dann unser Aquarellpapier wieder einigermaßen gerade. Genau. Und fertig ist die Box ohne Kleben. In diesem Fall als Neujahrsvariante. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal. Und wie immer freue ich mich, wenn du aktuelle Stampin' Up! Artikel bei mir bestellst. Die Sammelbestelltermine findest du auf www.gestempelt.de, habe ich dir aber alles auch unten verlinkt. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Bis ganz bald. Tschüss!